Wann friert eine Zwischenfrucht ab und wann friert sie eigentlich nicht ab? Ganz klar, eine Zwischenfrucht friert dann ab, wenn sie aus Arten besteht, die nicht überwintern sind, also die grundsätzlich Frost nicht vertragen. Aber vielleicht hast du es schon mal erlebt in der Praxis, dieselbe Zwischenfruchtart, dieselbe Pflanzenart angebaut in verschiedenen Jahren. In dem einen Jahr friert sie komplett ab, in dem anderen nicht. Was kann da der entscheidende Grund sein? Oft ist es ganz einfach die Entwicklungsphase, das Entwicklungsstadium der Pflanzen. Und zwar gilt da, je weiter die Pflanzen entwickelt sind. Das heißt, je weiter sie ins generative Wachstum gekommen sind, in Richtung Blüte gehen, desto sensibler werden sie, desto weniger halten sie aus und desto leichter frieren sie ab. Das Ganze kennt man ja auch aus der täglichen Praxis, wenn man sich Getreide ansieht. Getreide, das in der Bestockung ist, das hält viele mechanische Maßnahmen ohne weiteres aus. Wenn das Getreide einmal in Richtung Blüte geht oder die Ähren vielleicht schon, beziehungsweise die Ähren geschoben hat und dann eine mechanische Einwirkung drauf loskommt, dann steht das Getreide nicht mehr aus und ist oft ganz verloren. Und genauso ist es bei Zwischenfrüchten, wenn die die vegetative Phase überschritten haben, also ins Generative kommen, dann frieren sie leichter ab. Das bedeutet für die Praxis, wenn du willst, dass deine Zwischenfrucht auch abfriert, bau sie so früh wie möglich an.